diese Wurzeln dieses Vereines für mich wichtig sind. Wir leben in einer Zeit, wo das Digitale im Vordergrund steht, wo viele Menschen hunderte digitale Freunde haben. Wissen Egal, ja, das ist ganz, ganz gescheit. Das war jetzt aber eine gescheite Geschichte, oder? Keine Angst, wie steht die aus. Aber das war jetzt ein bisschen, weißt du? In Graz sind wir die Nummer 1, in Graz sind wir die Nummer 1, in Graz sind wir. 1909, das sind unseres Lebens, unsere Liebe, die nie vergeht. Und ihr seht hier der Lämpfer von der Türschmal Vita heute live aus der Gruben. Das wird, glaube ich, das erste Mal und das einzige Mal sein, höchstwahrscheinlich, dass ich aus dem Sektor bei einem, nennen wir es mal, Heimspiel filme. Auf jeden Fall 110 Jahre Sturm. Die Impressionen vom heutigen Tag, die habe ich euch eingefügt, die habt ihr hoffentlich gesehen. Und ja, jetzt noch kurz mein Resümee zum Spiel. Viele Tore. Beim Sturm hat man sehr, sehr viele bekannte Gesichter gesehen, auch die aktuelle Kampfmannschaft beim Einsatz. Und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Tag. Ihr seht es, auf jeden Fall. Konfetti-Party hat es auch gegeben. Und ja, auf jeden Fall alles ziemlich cool. Und die Stimmung, muss ich sagen, extremst geil. Also wirklich heute sehr ausgelassen. Ich glaube, es war eine würdige 110-Jahr-Feier. Und natürlich, ganz kurz sei erwähnt, eben ja, Sturm und das Thema neues Stadion, weil sonst vergesse ich nachher auf jeden Fall drauf. Da gibt es jetzt auch eine Initiative seitens der Fanclubs und ja, die gilt es auf jeden Fall zu unterstützen. Bin ich auf jeden Fall dafür. Ich weiß, die Frisur schaut irgendwie aus, aber jetzt egal. Auf jeden Fall, Sturm sollte, glaube ich, definitiv, definitiv ein neues Stadion bekommen. Oder eben das Stadion, das aktuelle. Oder eben das aktuelle Stadion in Liebenau kaufen, wenn es denn möglich wäre. Das eben noch kurz erwähnt. Und ihr seht hier, ich werde zugemüllt mit Konfetti, aber macht ja nichts auf jeden Fall. Cooler Tag, coole Stimmung in der Gruben und ja, von mir aus kann es jedes Heimspiel ab jetzt Konfetti-Party geben. Macht auf jeden Fall Laune und die Heimniederlagen, die sind auf jeden Fall leichter damit zu verdauen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. Ihr wisst, meine Stimme ist mal wieder weg. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Euer Elias, auf die Schwarzen natürlich. Letzte Ball! Letzte Ball!
Stopptafel. Ach so. Zuhör. Was ist St. Pölten? Nein, leider.